Hallo und herzlich willkommen zurück bei Trials of Mana. Es ist Zeit für den dritten Showdown, und zwar den Showdown der C-Reihe, angeführt von Angela. Und hier ist der Gegner, der Drachenherrscher. Wenn ihr wissen wollt, wie ich den Weg durch das heilige Malerland gemeistert habe, es gibt übrigens nur einen Weg, den man gehen kann, dann könnt ihr euch gerne die A-Reihe angucken. Dort seht ihr auch den kompletten Abspann, hier nicht. Also schon so ein bisschen das Ende, alle kommen nach Hause, bla, schönen Keks. Aber nicht die ganze Schrift am Ende. Wer sich das reinziehen möchte, guckt bitte die A-Reihe. Das tue ich mir nicht dreimal an. So, da ist der Drachenherrscher. I see you are becoming weaker and weaker without the Tree of Mana. Ja. I will now bring havoc and ruin to the world. And usher in a new age of darkness. Supreme God. No, I won't let you. Oh nein, er hat die Fee geschlagen. Nein, Fee. Die Fee ist tot. Oh mein Gott. You yearn for death that badly. Wait. Ja. Fee tot, Baum tot, Mana tot. Ja, dann können wir jetzt auch aufgeben, oder? I was caught unaware by the Golden Knight's foolish attack, and we both fell. It took me so long to regain my strength, but now. I am the strongest of the gods. No one alive can surpass me. Behold, this is my true form. Come on, zeig uns deine true form. Und eine Ladesequenz, war ja klar. What? Es ist ein Drache. War ja irgendwie klar, oder? Ich meine, Drachenherrscher, bla. Ich hätte allerdings eher gedacht, das ist ein roter Drache. Ah. Drachen geben keine guten Herrscher ab. Drachen sind zu sehr auf Schätze versetzt. Oh. Ja, dann ist meine Gruppe jetzt wohl tot, wa? This ends here and now. Even without the tree or mana power to help us, we will never give up. Not without a fight. Okay. The chosen one of the mana sword. Scheint, als wäre die Fee noch gar nicht richtig tot. Without mana, elementals and spirits may disappear from the realm, but you should not lose hope. You will be creating a new world for everyone. In Betracht dessen, dass ich ziemlich in einer Welt ohne Magie lebe, ja, das ist echt schade. The future is in your hands. Whether you can see us or not, it will be with you always. So keep fighting. You can't lose. Alter, was für eine Ansprache, Mann. Ja, so schön in den Schritt gefilmt und an den Busen. Pitiful. You have no chance. Angelas Rüstungen sind echt der Gipfel des Sexismus. Sieh das mal so ab. It is over for you all. Accept defeat. Nein, sie ist eine Magierin. Gerade sie muss sich auch dolle gegen physische Angriffe schützen, eben weil sie noch Magie hat. Wenn ich rede ja nicht von einer Metallrüstung. Gute Lederrüstung wird es ja auch tun. Ich meine, die kann ja nicht mal durch den Busch laufen, ohne sich die Beine zu zerkratzen. Now, kneel.
Gut, aber das Thema hatten wir schon. Achso, wenn ihr durchs heilige Malerland lauft, bekommt ihr die letzte... Achso, haltet euch zurück mit Säbelmagie. Die ist hier nicht so angebracht. Wenn ihr durchs heilige Malerland lauft, findet ihr auch die letzte... den letzten Kaktusfratz. Der dafür... Da bekommt ihr einen Ring, mit dem könnt ihr euch ausrüsten und dann startet ihr... In jedem Kampf mit, ich habe in den letzten Tagen selbst auf Zelda gespielt, Breath of the Wild, wo Angriff auf der Y-Taste liegt. So, genau, ihr findet, den letzten Kaktusfratz, bekommt den geilen Ring und startet in jedem Kampf mit, ich glaube, 200 oder 300%. Ja, nicht sicher. Mal nachgucken, mache ich aber nicht. Ach ja, ich habe eine Weile nicht gespielt. Sehr schön. Kali hat auch schon eingegriffen. Oh, und das ist vielleicht eine neue Attacke. Na, viel habe ich ja noch nicht geschafft. Mondoragon heißt der Typ. Kali, was ist eigentlich mit dir? Wann machst du mal eine A-Attacke? Ich hab den in den Schritt da unten. Aha. Ah, okay. Oh, hört ihr das? Endlich Kopfmusik, Mann! Hälfte ist geschafft! Oh, ich habe zu spät gesehen, dass das so eine Sequenz ist. Ups! So gebe ich mich denn nicht selber das scheiß Honig-Elixier. Alter, da rastet ja richtig aus, Mann. Kein Wunder, dass die Musik anging. Ja, Mann! Angela! Mach mal eine Big Attacke hier! So, alle rauf hier! Los, helft mit, Mann! Charlotte, du darfst hier ein bisschen heilen! Also das mit dem Charakter wechseln kann auch echt ein bisschen besser klappen hier. So. Ja, das ist echt übel, aber besiegbar. Ihr seht, ich bin auf Level 70 und der ist auf Level 65, also alles gut. Wo ist es? Wo ist das komische Ei? Ach, erst das Ei? Oh, wir haben ja schon festgestellt, dass das gar nicht so viel bringt. Naja, doch ein bisschen bringt. Nice! Ja, und das war's auch schon. Imchen ist besiegt. Tada!
Fairy! Thank you. For never give... I can't exist without mana. We didn't know each other for long, but... We treasured our time together. Ich finde das furchtbar, wenn Typen so lange brauchen, um zu sterben und noch ewig labern. Any of you. No, don't go, Fairy. Please, don't worry about me. You were fighting for everyone's future. Uhu! Including mine. Thanks to your triumph, I will now be reborn as the new goddess of mana. What? Ja, Ende gut, alles gut, wa? Fairies are like the seeds of the mana tree. Ja, es ist wirklich erkältet. That fairy can become the new tree and goddess of the mana in the world. To bring that mana, the mana we have lost, back into this realm. I must take the tree's place and sleep here in the sanctuary. Ach, wenn es 1000 Jahre dauert oder 10.000 Jahre, dann ist das halt so. But if in 1000 years your descendants still remember the Tree of Mana, I will awaken. I'm sure I can help them in their hour of need as well. But until I am needed in the future, I will remain here, asleep, quietly protecting the world as this tree. This is where we part. My brave heroes, farewell. May the sword of mana, the one that lives in all your hearts, shine on forever. Und das war's, ihr Lieben. Damit ist das Spiel vorbei. Mehr oder weniger. Es gibt ja noch ein Special, das wurde ja schon angekündigt. Und Charlotte kommt nach Hause. Oh, you are safe. I could never have faced your dearly departed parents if something had happened to you. I'm so relieved to see you unharmed. Grandpa, what about you? Aren't you sick? Heath himself managed to cure my illness. A vision of him came to me one night. He used forbidden dark magic to undo the curse and save me, sacrificing himself. Then he disappeared. I tried to stop him. There was no need for him to throw his life away for this old man's sake. But he wanted to atone for the darkness in his soul. Before it was too late. Oh Mann, ey. Aber auch hier gibt es ein Happy End, wie ihr seht. Hey!
Keith ist wieder da! The goddess of mana saved me. Ich bringe immer noch nicht seinen deutschen Namen über die Lippen, ey. I found myself lost in a dark abyss. But suddenly a warm light rushed over me. Sorry Leute, es wird gleich mal laut. Ich sehe hier gerade aus dem Augenwinkel. What was left of her fairy life force and brought me back from the darkness. I would not be here. Da war ein Staubbrocken auf meinem Mikrofon. She saved my body and my soul. Charlotte, are you okay? It's okay. I will not leave you again. Hey, don't cry. Oh Gott, hier ist aber auch noch echt ein Baby, was? Is looking at this and laughing. Kevin kommt nach Hause. Never forgive you. You hurt Carl. Fool. You always let your anger cloud your judgment. Take stock of your situation before you act. Huh? You believe that you killed Carl? See for yourself. Nein, ich war doch an Karls Grab, Mann. Carl, you're alive. How? Gormon's illusions merely made Carl's body seem lifeless. Then you failed to think clearly and assumed the worst. I saved him myself from the shallow grave you dug. King, I was wrong about you. It served my purpose. You have always been quick to give in to weakness. I needed you stronger, physically and mentally. You mistakenly thought your mother left you. When she actually passed away from illness. I never told. Was hat denn der für komische Haare auf den Füßen? Would turn toward me. So ein Hobbitbüschel. What? Sieht schon ein bisschen strange aus, um so ein kleiner Büschel auf den Fußrücken. But that is not true strength. True strength is being able to overcome your anguish. I care not. Dorten, bisschen sieht man ihn. Or the mana sword. I created Ferolia because I could not tolerate the pitiful state beastmen were in. Humans were relentless in their oppression of our people. I could not sit idly by. I tried to give the kingdom a shared goal. By suggesting an invasion. My people were no longer bound by their fear of humans. It is my creed to reject all weakness. Übrigens, da jeder Charakter in einer meiner Gruppen vertreten ist, könnt ihr mit anschauen der A, B und C Reihe. Sämtliches Nachhausekommen aller Charaktere. In der A-Reihe, meiner Hauptreihe, seht ihr dann zum Beispiel auch das Nachhausekommen von Adlerauge.
my friends and I will keep und fighting. In der B-Reihe seht ihr das nach Hause kommen von Durant. Und ich glaube auch in der A-Reihe seht ihr auch das nach Hause kommen von Lisa. I will surpass you. I will. Also meine Resi heißt die hier, Entschuldigung, Resi. Ich komme immer noch mit den Namen durcheinander. In der von Fans übersetzten Emulator-Version, genau, das habe ich. Waren die Namen nämlich anders. Da waren es die japanischen Namen, englischen Namen besser. Und die sind einfach im Kopf drin. Das damals hoch und runter gespielt, das war eins meiner Lieblingsspiele. Prince forever, Carl. Always. Warum kann sich Carl eigentlich nicht in einen Menschen verwandeln? Ich nur an Vollmond. Ich würde gerne mal wissen, wie Carl aussieht. Carl hat Armbänder. Nice. So, und jetzt muss ja noch Angela nach Hause kommen. Ist ja eigentlich schon ein bisschen am Ende des letzten Teils. And the trouble is, magic. Und jetzt halt nochmal. Which means that without mana in this world, tja, ist da jetzt halt fair mit Waffen klarzukommen. Ach komm. Alran schafft's da auch in der Kälte zu überleben. Müsst ihr durch. Ich meine, es ist immer noch grün, also scheint ja irgendwie noch ein bisschen Magie da zu sein, um das Land aufrecht zu erhalten. Aber ich verstehe, dass es schwer ist. Waren große Magier in dem Land. To withstand the cold, even without our magic to lean on. Darn! Just when I got in the hang of that. Sie wird wiederkommen. Nicht zu deiner Lebenszeit, nicht zu meiner Lebenszeit. Aber irgendwann. Sorry. Ich glaube, das war's jetzt, oder? Ich hasse diese Ladezeiten. Ja, das war's. Das ist der Abspann. Wie gesagt, wenn ihr den sehen wollt, guckt die A-Reihe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch helfen. Wir sehen uns wieder im nächsten Teil von Trials of Mana. Wenn ich übrigens ausschließlich mit der A-Reihe das Special spiele. Bis dahin, gebt mir einen Daumen nach oben, hinterlasst mir einen netten Kommentar und wenn ihr noch kein Abo habt, holt euch ein Abo. Also bis dann, tschüss!